Hi, schön, dass ihr da seid. Entscheidungen kosten Energie. Jedes Mal, wenn ich außerhalb meiner gewohnten Bahnen, meiner Routinen und Gewohnheiten agiere und bewusst Entscheidungen treffen muss, über Konsequenzen nachdenken, Möglichkeiten durchdenken, dann kostet das ganz schön viel Energie. Wenn ich das mache, was ich kann, wo ich mich auskenne, wo ich meine Routinen habe, wo ich früher schon mal irgendwann eine Entscheidung getroffen habe und die dann nur noch ausführe, da geht es von selbst. Ja, da muss ich keine Energie auf diese Entscheidung verschwenden. Und bei so einem Camper-Ausbau muss man ganz schön viele Entscheidungen treffen. Also ich habe heute, ihr seht, ich bin woanders, ich bin bei meinen Eltern und habe jetzt heute mit meinem Vater darüber gesprochen, wie wir wohl am cleversten das Bett, also den Lattenrost befestigen, welche Balken wohin kommen, wie diese Balken befestigt werden, wie dick die sein müssen, damit die genug halten. Oder nehmen wir irgendwelche Bretter oder nehmen wir vielleicht doch ein Metallteil. Wie wird die Seitenwand, die Verkleidung befestigt und der Stoff darauf, wie machen wir den fest? Nehmen wir da Kletz oder Klettverschluss oder Knöpfe, damit man es wieder abmachen und waschen kann. Und Tackern funktioniert wahrscheinlich nicht, weil es nicht hält und so weiter und so weiter. Ja, also ganz viele Entscheidungen, die bei so solchen Punkten, wenn man an die eine Stelle geht, getroffen werden muss. Und da gibt es natürlich keine pauschale Lösung, weil es ein ganz individuelles Projekt ist und alles auf unsere Bedürfnisse abgestimmt werden muss. Und am Ende muss man gucken, okay, trifft die Lösung, die ich jetzt mit dem Material, was ich zur Verfügung habe und was ich mir vielleicht noch günstig besorgen kann, was im Rahmen des Budgets liegt, erfüllt das die Anforderungen, die ich an die Sache stelle? Und dann kommt der TÜV natürlich auch noch mit dazu, der ein Wörtchen mitzureden hat. Ich denke, für so ein Projekt, wo man so viele dieser kleinen Entscheidungen treffen muss, was sich natürlich aufaddiert und am Ende super anstrengend ist, ich denke, es hilft, wenn man sich da so ein kleines System zurechtlegt. Und, konkret heißt es, bei jedem einzelnen Punkt, den ich, bei jeder einzelnen Entscheidung, die ich getroffen habe, es geht ja immer ums Bauen, ist die Frage, welches Material nehme ich dafür? Wie befestige ich es? Und wo befestige ich es? Also wie, wo, womit? Und dann nochmal zu überprüfen, okay, ist das, erfüllt das die Anforderungen, die ich daran habe? Ne, ist es stabil genug? Ist es leicht genug? Passt es an die richtige Stelle? Nimmt es genug Raum? Also nimmt es nicht zu viel Raum weg? Genau. Und diese 4 Schritte, was, wie, wo, womit. Wenn man die 4 Punkte bei jedem einzelnen Ding einfach so in seinem Kopf durchgeht, dann hat man da schon mal ein Schema, dann hat man da schon mal eine Routine. Man muss sich da wenigstens nicht nochmal Gedanken machen, okay, habe ich jetzt an alles gedacht, sondern dann habe ich schon mal jeden einzelnen Punkt durch. Ja, und dann die Ausführung ist dann wieder der Part, wo man eher die Energie wieder zurückbekommt, ne? Was Spaß macht und was Freude macht, da was entstehen zu sehen, was zu erschaffen, was zu schaffen. Da freue ich mich schon drauf. Wenn die Entscheidungen, wir werden jetzt nochmal ein bisschen diskutieren und überlegen und wenn die Entscheidungen getroffen sind, dann können wir loslegen. Also, wir sehen uns morgen. Wie ich mich konkret entscheide, das seht ihr dann morgen auch. Alles klar, bis dann.